Blümchen, was sind die Treiber der digitalen Transformation? Ja, ich würde mal sagen, wir leben heutzutage in sehr unsicheren Zeiten. Und diese unsicheren Zeiten, die bringen es irgendwo mit sich, die auch die digitale Transformation befeuern in Richtung Klimawandel, Nachhaltigkeit, Energie, Lieferkettenproblematik mit Rohstoffmangel etc. pp. Und damit einhergehend und auch mit den veränderten Marktanforderungen dann letztlich, womit unseren Maschinenbau oder auch unsere Produzenten konfrontiert sind, Losgröße 1 Produktion, Individualisierung, Erhöhung von Produktion, all diese Thematiken führen letztlich dazu, dass man da extreme Herausforderungen für die Transformation bekommt. Warum kommen KMU nicht schneller mit der Transformation voran? Ja, diese Flexibilisierung oder die Flexibilität, letztlich auch die Effizienz und Co. ist da einfach, das ist unsere These, wo wir dann sagen würden, diese gestiegene Komplexität, bei gleichzeitigem Kostendruck kommen die KMUs nicht mehr in diesem Umfang zurecht aktuell, nicht alle, also insbesondere der produzierende Mittelstand unserer Erfahrung nach. Und gerade auch die Produzenten, die im Brownfield unterwegs sind, also die als Bestandsanlagen haben, da umzurüsten, da im Prinzip dafür zu sorgen, dass alles, was im Shopfloor ist, die Produktion, die Maschinen, sich verbindet, auch mit der IT-Welt. Dieses Zusammenspiel, das fehlt komplett. Also einige haben es natürlich, aber häufig kommen wir einfach auch zu unseren Kunden oder meiner Erfahrung nach, fehlt es. Und es sind so viele klassisch geprägte Ansätze auch noch da. Also solche Maschinen, gerade im Brownfield, die laufen sehr lange. Und diese Ansätze, zum Beispiel der Automatisierungspyramide mit starren Kommunikationsrichtungen vom Shopfloor hin zu den IT-Ebenen, hindern an der Stelle. Und da sind wir, da hängt es. Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Mein persönliches Credo ist da immer, es gibt die Möglichkeiten technischer Natur und auch mit Softwarekomponenten. Mit Software kann ich nachrüsten. Ich muss nicht zwingend meine ganze Produktion einmal auf links drehen, den Maschinenpark erneuern, auf die grüne Wiese bauen. Nein, unser Ansatz ist an der Stelle, mit modernen Softwaremöglichkeiten aus der IT runter in den Shopfloor, in die IT dann rein und damit resiliente Systemarchitekturen aufbauen. Da gibt es Konzepte, Service-Layer-Konzepte, wo man sehr intelligent die Daten hin und her spielen kann. Das kann ich nur jedem ans Herz legen, um letztlich wirklich diese Themen Flexibilität, Losgröße 1, Veränderung, wenn ich mal eine Produktionslinie verändern muss, damit habe ich die Möglichkeiten, softwareseitig. Und das wäre auf jeden Fall meine Empfehlung, an der Stelle hier zu interagieren und aktiv zu werden.